So, meine Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Ranked Randale. Ihr habt ja schon ziemlich oft danach gefragt, ob ich mal mein Corki-Item-Bild ein bisschen erklären kann. Und für einen Guide müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Aber ich bin jetzt immerhin schon wieder mal, wie ihr sehen könnt, hinter mir. Greenscreen im Studio. Deswegen können wir mal hier ein weiteres Gamechen aufnehmen. Und zwar zocke ich Corki auf der Botlane, werde mein Hybrid-Item-Bild austesten, beziehungsweise euch zeigen. Habe ihn ja schon ein paar Mal getestet. Wird wie folgt laufen: Trinity Force. Trotzdem als erstes. Dann werde ich höchstwahrscheinlich einen Liandris bauen, Rylai's, Gunblade, also halt AP gehen, nachdem ich Trinity Force habe. Funktioniert wirklich ziemlich, ziemlich gut. Und ja, das ist mein Plan. Ich kenne ja Kutschers Taktik. Ich spiele übrigens gegen Kutscher und gegen Vlesk hier. Seifes Kutscher, Vlesk. Also ich kenne natürlich alle seine Strategien. Mal gucken. Kutscher, mein Freund. Mein Freund. Nein, nein, nein. Du wirst mich hier nicht trappen. So. Den sollte eigentlich ziemlich entspannt laufen. Das ist halt der Vorteil, ne? Ich weiß halt, wie Kutscher tickt so. Dementsprechend sollte ich da auch ganz gut klarkommen. Gucken, wie die MF so, wie die Morgana so ist. Sollte jetzt einfach nur pushen, dass wir Level 2 ganz entspannt werden. Und ja, ich denke, wenn Morgana Q trifft, können wir gut poken. Wenn nicht, dann sollten wir einfach nur farmen. Weil Barts Autotext halt viel, viel härter wehtun. Das war jetzt zum Beispiel sehr dumm von ihr. Sie hat gerade einfach ohne Grund halbes Leben verloren. Ja. Das war nicht so geil. Aber es war verkraftbar, denke ich. So. Ein Minion sind wir Level 2. Genau jetzt. Ich skill mal lieber meinen W, denn ich denke nicht, dass wir hier irgendwas großartig aggro-mäßig machen können. Was mir ein bisschen Angst macht, ist, wir haben Riven One-Trick Pony auf der Top-Lane, der keinen Riven bekommen hat. Der Typ hat 2300 Riven Games diese Season. Na, es war nicht so worth. Und. Oh, 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 oh. Fabulous, was ist da los? Ist ja ganz okay bisher. Ich sortiere mal. Ja, die Trades zu gewinnen ist, denke ich, schwer. Lucian ist halt ein extrem starker Early-Game-AD-Carry und Barth ist irritierend stark auch im Early-Game. Die Passive ist einfach nur unglaublich gut. Also wenn wir hier farmen und even im Farm sind, ich glaube, dann sind wir effektiv schon gut dabei. Und bisher, wenn ich jetzt unterm Tower nicht allzu viel verpasse, und mit Corki kann man eigentlich... Oh, das ist kein guter... Oh, ich habe da gekriegt. Gucken, den muss ich nochmal anhitten. Da muss sie mir helfen. Nice. Ah, ich habe einen verloren. Das heißt, ich bin drei vorne, drei Farm vorne. Das ist okay. Damit kann ich auf jeden Fall leben. Bisher noch nicht einen Stun gefressen. Das läuft, das läuft. Was haben die im Jungle? Die haben Nocturne. Wir haben Sinn. Ah, der Trade war... Nee, im Endeffekt nicht gut. Barth ist einfach zu gut im Early Game. Man sieht es halt, die Autotags sind zu krass. Also du kannst nicht gegen den Bart traden, Erdi. Mit sowas wie Morgana. Finde ich zumindest. Mit sowas wie Thresh geht es? Oder halt, wenn du so kurze Trades machst. Ihr seht es, das waren gerade einfach 80 Damage, die ich in die Fresse gekriegt habe. Mit sowas wie Thresh geht's ganz gut. Oder mit sowas wie Braum. Also so Champions, die sehr, sehr kurze Trades entweder machen. Zum Beispiel, wenn jetzt Morgana Q trifft. So jetzt zum Beispiel. Oh mein Gott. Und ich dann da noch einen Q hinterher mache. Klar, geben wir den Trade an, aber Autotech-Trades sollten wir nicht eingehen. Oh, sie hätte mir da helfen sollen. Da ist Barth einfach zu gut drin. Aber ich bin halt trotzdem im Farm vorn. Von daher gewinnen wir die Lane halt. Das ist auch immer noch das Dumme. Ich erkläre es wahrscheinlich in jedem Video. Aber Leute, es ist scheißegal, wie gut ihr die Gegner unter Druck setzt. Wenn ihr verdammt nochmal nicht farmen könnt, dann verliert ihr die Lane. Guckt euch das an. Ich bin einfach... Ah, gucken... Ich bin 8 Farm vorn. 9 Farm. Ich bin 9 Farm vorn. Obwohl wir so aufs Maul kriegen eigentlich. Einfach nur, weil der Lucian nicht farmen kann. Effektiv gewinnen wir die Lane gerade. Ziemlich hart sogar. Müssen halt nur aufpassen, dass wir nicht sterben natürlich. Midlane läuft auch. Excellentos. Schade. Also bisher werden wir zwar outfaded, aber ich kann mich wirklich nicht beschweren. Ich denke, ab Level 6 können wir hier ordentlich was machen. Unser Level 6 ist theoretisch in einem All-In.
um einiges stärker als... Ah, das war schlecht. Von beiden. Beide vom Q getötet. Das war auch nicht gut. Ja, sie muss langsam aufpassen. Ich glaube, sie hat... Sie hat keine Pots mehr. Oh, sie sollte Base. Go B. Eins da noch und sie ist down. What? Das war gerade irritierend, dass das connected hat. Ich muss auch weggehen. Ah, ist eine Cannon Wave, die ich wahrscheinlich verpasse. Oh, Junge, Junge! Alter. Oh mein Gott, war das komplett behindert von ihr. Oh mein Gott! Okay. No F, sollte tot sein. Auf jeden Fall tot. Oh, ich hab gegreedet. Ich hab gegreedet. Scheiße, ich hab keine... Oh, hat er, oder? Nice Smite. Ult. Oh, beautiful play. Beautiful. Das war wirklich wunderschön. War ein bisschen greedy von mir. Muss ich wirklich gestehen. Ah, er ist down, oder? Und RIP. Aber... Anstatt, dass er nach unten läuft. What? Anstatt, dass er einfach nach unten läuft. Oh mein Gott, das Game ist schon jetzt High Quality. Und Top-Lane leider am Verkacken. Aber 20 von vorn. Aber, ah ne, doch nicht 20 von vorn, das Gangquick. Ah, das war greedy von mir, das hätte ich überleben müssen. Das Ding war, mein Plan war es quasi, ihn zu baiten noch in den Tower. Und dann hätte ich halt mit dem Q, den Q dich dodgen müssen mit Flash. Ich habe es misskalkuliert. Ich habe gehofft, dass ich nicht in Q-Range komme. Ich habe mir im Kopf gedacht, okay, ich hoffe, ich komme nicht in Q-Range. Wenn ich in Q-Range komme, dann werde ich flashen. So, das war mein Plan. Ich bin leider in Q-Range gekommen, wollte dann flashen. Und dann wurde ich halt von einer Nocturne-Ult getroffen. Und dann habe ich halt den Lucian nicht mehr gesehen. Und nicht gesehen, dass er den Q castet. Zumindest nicht realisiert. Und ja, das war einfach zu greedy. Der war halt 100% tot. Der Lee Sin war hinter ihm. Er hatte nichts ready. Das war einfach nur richtig, richtig un... Oh... Alter, wir geben den jetzt eigentlich theoretisch ordentlich. Also, Trades dürften jetzt eigentlich nicht mehr verlieren. Wir sind echt gut dabei. Und ich habe da eine etwas besondere Lieferung gerade in der Base. Da holen wir uns wieder mal ab, würde ich sagen, oder? Delivery ist auf dem Weg. Expressversand, meine Freunde. Was holen wir uns? Wir holen uns Schuhe, ne? On my way! Amazon Prime! Wer hat was bestellt? Hat der Lu schon was bestellt? Ah, Bart ist gerade ein Mist. Der könnte Mitte ganken. Nee. Oh. Okay. Alter, guckt euch den Damage an, Mann. Autsch. Der macht auch nicht wenig Schaden. Ich habe mich da gerade so ein bisschen auf meinem Triumphzug hingleiten lassen. Ich hätte auch viel, viel Schaden noch dodgen können. Ich bin extrem hart von der Lucian Ult getroffen worden. Das war ziemlich dumm. Oh mein Gott. Holy shit, macht der einen Damage, Alter. Ich hätte nach rechts flashen sollen. Fuck. Eieiei, der macht echt viel Schaden. Ult, Ult, Smite und Q ohne Autodeck, ohne irgendwas. Zieht mir instant halbes Leben ab. Aua. Naja. No, der sollte... Ah, ne, der ist nicht RIP, oder? Oh, nicht, jetzt nicht greeden. Der Q hat nicht getötet. Geh lieber weg, Junge, geh lieber weg. Bitte nicht sterben. Bloß nicht sterben. Der Lucian hat keinen Kill gekriegt. Nein, nein, nein. Don't greed. Einfach nicht greeden. Der Lucian hat keinen Kill gekriegt, die Lane ist noch komplett fein. Jetzt bloß nicht einen Red Buff oder so abgeben. Ja, das waren wieder so kleine Mistakes gerade. Ich hätte... Nachdem ich die große Delivery genommen habe, hätte ich instant wieder rausgehen sollen mit dem W. Dann hätte ich weniger Damage gekriegt und ich hätte gerade zur Seite flashen sollen. Dann hätte ich wahrscheinlich den Schaden von dem Nocturne W dodgen können, Q dodgen können. Das war alles nicht so optimal. Schade. Aber ich kann ihn jetzt hier entweder auf der Lane lassen. Oder aber halt viel Minions verpassen. Ja, ich kann ihn ziemlich gut wegzonen jetzt. Autsch. Ah, bisschen eingerostet gerade. Was, wo ist Bart? Wo ist Bart? Oh Gott, Bart ist Mist. Der kommt Mitte wahrscheinlich. Yep. Das war richtig obvious. Das war sehr obvious.
Aber Move hätte ich da nicht gekonnt. Wäre ich nicht rechtzeitig da gewesen. Oh fuck. Ich bin wahrscheinlich down. Oh no. Ha, so close. Er hat keinen Mana mehr. Ich hab erst gleich mein W. Oh fuck, ist das so close. Was machen wir jetzt? Hier ist die Frage. Ja, ja, das ist gut, was sie macht. Jetzt ein Q treffen. Och man, dieser Nocturne, der liebt es aber auch Bot zu campen, Alter. Kannst du halt nichts gegen machen, ne? Das ist halt einfach, er drückt R, ich bin tot, so nach dem Motto. Oh, ist das bitter. Aber ich meine, dafür gewinnen die halt die Lane nicht. Der Nocturne ist halt nur Botlane. Und dafür gewinnen sie die Lane nicht. Das Problem ist halt, er wird fett. Das heißt, er wird die ganze Zeit, den Rest des Games wahrscheinlich einfach nur auf mich ulten. Das Problem ist halt, Nocturne ist quasi wie ein Rengar mit ein bisschen mehr Range ohne Unsichtbarkeit so. Du kannst sein Gank halt nicht antizipieren. Weil ich meine, er kann halt effektiv von hier, er hat jetzt wahrscheinlich irgendwie von hier geultet oder so, aber er hat jetzt effektiv wahrscheinlich so, könnte von hier ulten. Das können wir halt unmöglich warden. Wir können hier warden, hier warden, hier warden, hier warden. Geht halt nicht. Und wir fighten halt relativ viel. Und benutzt halt unsere Summoners, um im 2 gegen 2 zu gewinnen, quasi. Und das nutzt der Nocturne halt ganz gut aus. Aber läuft halt noch okay. Ich bin im Farm even. Hab genauso viele Kills. Bin halt zweimal mehr gestorben, ja klar. Aber hab jetzt bald meine Trinity Force. Q? Oh, schade. Hab jetzt bald meine Trinity Force, dann sollten wir auf jeden Fall stark sein. 2 gegen 2 gewinnen wir, denke ich, trotzdem ohne Probleme. Ist halt nur dieser Nocturne. Diese Ungewissheit. Wir hätten jetzt natürlich auch einfach gar nicht engagen können. Dann wäre die Lane halt even gewesen. Aber ich glaube, es ist okay, weil dadurch kann halt die Sinn auf andere Lanes campen, wie man gerade sieht. Gangplank ist dadurch jetzt auch nicht unbedingt... Oh mein Gott. Oh, der Flash. Schade. Das war richtig schön gemacht von der Morgana. Morgana ist so übertrieben gut gegen Nocturne, gegen Bart. Aber leider hat er weggeflasht. Und der Nocturne, der ist echt langsam fett. Und er hat nicht geultet, das heißt, er kann gleich noch Bot ulten. Und das wird er wahrscheinlich auch. Knock ult, maybe? Ich habe ein bisschen Angst wieder vom Nocturne. Mhm. Der will auf jeden Fall... Ah ne, er ist top, okay. Oh, der Junge feedet sich halt übertrieben hoch. Und ich glaube nicht, dass wir... Oh, der wird mich halt richtig ficken einfach nur. Der wird mich halt einfach nur richtig hart durchnehmen, Mann. What? Ah. Oh, schade. Ich habe keinen Heal, ich muss ein bisschen aufpassen. Die haben halt nicht genug Burst, um mich von 100 auf 0 zu killen. Aber wenn ich halt so wenig Leben habe, dann haben sie, denke ich, genug Damage, um mich zu töten. Oh mein Gott, war das close. Nein. Oh nein! Scheiße! Er hat mein scheiß Auto-Attack gecancelt. Das kann's doch nicht sein, Mann. Oh. Er hat mit seiner scheiß Journey mein Auto-Attack gecancelt. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Er ist doch nicht unangreifbar in seiner Journey, oder? Nein. Man kann ihn doch... Es gibt doch Videos, wo zum Beispiel jemand einen Typen aus der Journey raushuckt. Wieso kann ich ihn da nicht auch... Also der Autotech ist geflogen und von der Journey abgebrochen worden. Ist das bitter, Alter. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe halt hinterher geflasht, genau als er die Journey genommen hat. Wahrscheinlich ist halt... Ah, oh, ist das bitter gewesen. Das waren halt echt Millisekunden gerade. Der Nocturne, Mann. Der rasiert halt komplett durch. Holy shit, Alter. Der ist halt komplett am Escaladen hier gerade. Nice. Aber es ist halt immer die Regel, einfach nicht den verfickten Journey nehmen, so nach dem Motto, ne?
Das ist halt eigentlich immer die Faustregel. Wenn du keine Vision hast, wo der scheiß Journey hingeht, dann nimm ihn nicht so, ne? Dann nimm ihn nicht. Keine macht den Drogen. Das ist auch das Motto beim Bart-Journey. Nee, ich kann Bart, glaube ich, steffen. Aber kann er mich 1v1, ist die Frage. Ich glaube nicht, dass er mich 1v1 kann, oder? Nee, der kriegt doch nicht den Tower. Wenn er jetzt noch ein Spell benutzt oder so auf dem Minion, dann ist er da. Oh, er will mich fighten. Ich darf mich halt nicht ulten lassen. Das ist so das Einzige, wo ich aufpassen muss. Ich glaube, er ist da drin. Nee, okay. Ja, aber ich bin. Das Game of Fett, das ist halt übertrieben close, ne? Es steht 17-17. Der Noctil macht mir persönlich halt nur echt Angst. Weil der Vorteil von meinem Item-Bild ist halt auch, ich werde Rylai spawnen, ich werde Liandry spawnen. Das sind halt zwei Items, die relativ viel Leben geben. Zusammen mit Trinity Force werde ich dann halt so 2, irgendwas Leben haben. 2,5, 2,6k Leben. Das heißt, ich werde halt schon ordentlich tanky sein. Der Nocturne fuckt mich echt ab. Aber auch diese Präsenz. Das ist halt wirklich wie Rengar, ne? Wobei Nocturne wirkt halt wirklich jetzt gerade wie eine schwache Version von Rengar. Ich glaube, wäre ein Rengar in dem Game, der wäre halt 8-0 so. Nach dem Motto. Oh, hi Gangplank. Wollen wir diven? Ne, wollen wir nicht, oder? Oh, close. Gangplank, was machst du hier? Wir wollen doch nicht wirklich diven, oder? Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Dann kommt hier Nocturne Ult und dann sind wir im Arsch. Yep, oder sowas. Das war halt obvious, so. Wow, what? Ihr scheiß greedy Bitches, Mann. Nimm ihn doch! Oh, da wollte er aber die Zweckpackung auspacken. Hat sie auch aufgemacht und entleert. Aber das war halt ultra greedy, aber oh, fuck. Verlieren wir direkt einen Inhib Tower? Der könnte down sein. Wenn wir den deffen, ist okay, aber der ist down. Nope, nicht okay gewesen. Das war gut gemacht von denen. Vom Gold her ist es nicht so tragisch, aber halt einen offenen Inhib zu haben nach der Zeit gegen Nocturne Zed Riven, das ist das Problem gerade. Die jetzt noch killen? Okay. Also wie gesagt, vom Gold her war es ultra worth. Wir haben jetzt, glaube ich, 4 Leute getötet. Wenn Zed noch stirbt, okay, der stirbt wahrscheinlich nicht. 5 Leute. Vom Gold her war es wirklich übertrieben worth. Ja, wenn wir noch Drake kriegen, war es effektiv okay, wenn sie mit diesem offenen Inhib nicht so viel machen können. Ich habe ein bisschen Schiss davor, dass dann da so ein Zed einfach mal split pusht. Oh, Nocturne. Moin. Holy shit, der macht halt echt Schaden. Aber er fällt auch schnell, er fällt auch schnell. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Er ist bloß weg. Nicht greeden, nicht greeden, nicht greeden. Da ist ein Zed mit Ulti. Nicht greeden. Junge, Lee Sin, wenn du da jetzt stirbst. Alter, ist das risky, was der da macht. Holy fuck. So, zack. Und wo ist es? Können wir uns nicht ganz leisten. Ist okay, ist okay. Ich überlege jetzt, nehmen wir das Ding oder nehmen wir erstmal was anderes noch? Die haben halt super viel Damage. Ich glaube, ich bin fast dazu verleitet. Die sind auf Full AD, oder? Dann gehe ich auf jeden Fall Sonias. Ich gehe auf jeden Fall Sonias. Wir haben mit Gangplank, Lee, Jax, Jax so ein bisschen, haben wir, denke ich, genug AD Damage. Und wie gesagt, ich will euch ja hier in dem Video auf jeden Fall meine AP-Build zeigen. So ein Hybrid-Trinity-AP-Build. Und Sonias, warum nicht, ne? Ist jetzt vom Schaden her natürlich nicht optimal, aber ich glaube, gerade gegen das Team ist ein Sonias halt Gold wert. Ich kann die Nocturne-Ult blocken, die super viel Schaden macht. Ich kann die Zed-Ult blocken, die Riven-Ult. Das sind alles extrem, extrem böse Schadensquellen. Und an Schaden sollte es uns sowieso nicht mangeln. Und der kommt weg. Nee, der kommt nicht weg. Ja. Mal gucken. Oh, ich bin on my way. Da war ich gerade relativ nutzlos in dem Fight. Alter. Der macht halt wirklich Damage, ne? What? Hallo? Minions? Okay. Der one-shottet halt ein und stirbt dann selber, so. Muss ich nur aufpassen, dass ich nicht derjenige bin, der gewone-shottet wird. Na, greetet er?
Okay. Wobei, bisher werde ich jetzt halt eigentlich, wenn wir groupen, muss ich glaube ich gar nicht auf Sonias gehen, weil ich halt so weit hinten stehen kann, dass ich einfach safe bin. Aber es baut keiner Richtung Last Whisper. Und die haben alle New Moves, das heißt ein bisschen Armor haben ist ganz gut, glaube ich. Ich denke, ich werde mein Spectrus Cole fertig machen und dann erstmal gucken, wie es im Teamfight so läuft, ob ich gefokust werde oder nicht. Und danach werde ich dann entscheiden. Das habe ich ja jetzt am Start. Aber ich könnte auch das jetzt gerade finishen. Das sieht halt lecker aus, das jetzt fertig zu machen. Ich glaube, ich mache das fertig. Ich bin greedy. Ich bin greedy. Und ich nehme meine Delivery nach unten. Denn wenn da jetzt der Lucian greedet, wird er auf jeden Fall sterben. Und ich denke, er wird greeden. Ich denke, er wird den Tower pushen wollen. Oh nein, er ist safe. Okay. Respekt, Respekt, Lucian. Hätte ich nicht von dir erwartet. Hätte ich nicht von dir erwartet. Die wollen doch nicht wirklich Baron pushen, oder? Niemals. Also ich muss, denke ich, vor dem Zed auf jeden Fall Angst haben. Hm, bin on my way. Bin gleich da, bin gleich da. Junge, unlucky. Oh, bitte. Kein gekillt. Das ist natürlich extrem bitter, aber Jungs, mein Schaden, Junge. Ich glaube, ihr seht das Potenzial dieses Items, ne? Mein AOE-Spell-Schaden ist halt einfach nur komplett lächerlich. Klar, ich mache jetzt nicht den höchsten Damage mit meinen Auto-Tags. Absolut nicht, weil meine Auto-Tags skalieren nur nicht mit AP. Dafür habe ich aber erstens Trinity Force. Und zweitens geht es bei diesem Item-Bild halt darum, mit den Fähigkeiten Schaden zu machen. Das Geile daran ist einfach, ich muss halt nicht so nah ran. Ich habe 550 Auto-Tag-Range, das ist absolut okay. Aber gerade gegen so ein Team, wenn ich jedes Mal in Auto-Tag-Range kommen müsste, um wirklich Schaden zu machen, wäre ich viel, viel härter bedroht. Weil Setz-Ulti-Range ist mein Auto-Tag-Range, Rhythm kommt locker an mich ran und ich wäre halt super, super bedroht. Und so bin ich halt echt safe. Das ist der große, große Vorteil von diesem Item-Build. Und ich habe jetzt auf jeden Fall auch Spectre's Call. Nicht Spectre's Call, sondern Seeker's Armguard. So. Hier jetzt Seeker's Armguard bauen. Ich denke aber, ich werde es dabei belassen. Oh, fuck. Na, 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 na. Yo! Oh, die machen, Baron. Oh, oh. Vielleicht sollte ich doch nicht so laut lachen. Aber da ist ein Zed. Da ist sein Zed. Oh, fuck. Oh, den haben die sogar wahrscheinlich. Oder Steel? Oh, Junge! Junge, nein! Huh, ich habe überlebt. Das war so close. Nocturne ist gestorben, aber Lali hat es leider nicht gesehen. Aber dafür kriegen wir hier richtig fett was. Nice, noch ein Inhib. Das war worth. Aber wir hätten den Baron kriegen können. Nocturne ist gestorben. Nocturne ist gestorben, bevor der Baron down war. Der Baron war irgendwie auf 300 Leben oder so. Hätte Zed mich nicht gefokust, dann hätte ich auf jeden Fall den Baron geholt. Aber so, aber ich glaube, wir können finishen, oder? Oh, das war ein bisschen... Ich glaube, wir können finishen. Ich glaube, er kriegt zwei Türme. Oh, obwohl, na, Toplane, Toplane. Er sollte zwei Türme kriegen, wenn er nicht greedet. Wenn er nicht pussiert. Aber er pussiert wahrscheinlich. Also ganz ehrlich, hier sterben für zwei Türme wäre ich, denke ich, worth gewesen. Aber wir haben jetzt drei Inhibs. Drei Inhibs plus zwei Nexus-Türme. Das war halt mehr als nur worth. Guckt euch einfach den Damage an, Mann. Nice game. Easy game. Na gut, easy war es auf jeden Fall nicht, aber hat Spaß gemacht, ne? Wobei, können wir finishen? Ich weiß gar nicht. Hat der TP? Ne, hat kein TP. Aber wir haben halt super viele Minions jetzt. Wir haben nur leider, hätten wir jetzt einen Baron, hätten wir hier und hier, hier auf der Stelle finishen können. Ich glaube, so müssen wir noch. Und RIP. Ah, die Timings hat Kutscher auf jeden Fall drauf. Sollten wir uns doch nochmal zurückziehen. Gehen wir auf Nummer sicher. Rylights habe ich noch nicht ready. Kostet, glaube ich, 2. Ja, 2-2.
Also 500 Gold noch, bis ich in den kompletten Rage-Modus gehe. Also, ich sag euch, Trinity, Liandris, Rylais, Zaubererschuhe. Ihr seid einfach nur unmenschlich stark. Ihr seid halt wirklich einfach nur ein Monster. 400 Gold. Wir haben nur einen Nexus umgekriegt, das ist ärgerlich. Aber ich glaube, damit kann jeder leben. 200 Gold. Oh, okay, er hat auch gleich sein Gunblade, das ist okay. Jeder nimmt hier einfach jeden Buff. Jax nimmt den Blue Buff, Gangplank nimmt den Red Buff, alles klar. Übelste Anarchie. 100 Gold, bitte. Ich brauche nur noch die Golems. Dann habe ich mein Rylais. Oh, sehr freundlich. Hm, reicht das? Reicht, perfekt. Lol, die brauchen mich halt nicht mehr so. Der Lee Sin spielt aber auch echt gut. Wann ist die nächste Delivery? In 15 Sekunden. Ah, so lange warten wir nicht. So, 27. Minute. Wir swappen dann endlich mal unser Trinket, nicht wahr? Machen wir ja sonst nicht so häufig. Und ich denke, wir können jetzt auch... Die können jetzt wahrscheinlich auch ohne mich finishen. Ja. Oh, ja, Jax macht halt nicht so viel Schaden am Nexus. Alles klar. Warum? Man braucht mich ja nicht. Warum sollte man auf mich warten? Das war's, Leute. Danke fürs Zuschauen. Hat Spaß gemacht und ich denke, ihr seht, der Itembild hat Potenzial. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Pickt Corki am besten, wenn ihr seht, ihr habt viel AD-Schaden. Zum Beispiel jetzt im Gegnerteam. Hätte anstatt einen Lucian einen Corki richtig geil reingepasst. Probiert's einfach mal aus. Kann ich euch sehr empfehlen. In dem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ich denke, ein Miniguide wird demnächst folgen.